Willkommen bei QVC Beauty. Ich bin Reni und ich wollte mit euch nochmal über die Mimimi-Produkte sprechen, die ich euch schon mal vorgestellt hatte. Und zwar, falls ihr das Video nicht gesehen habt, werde ich es euch nochmal unten verlinken auf der Homepage. Ich habe mir die nochmal näher angeguckt und ich wollte euch vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu kundgeben sozusagen. Ich hatte euch ja erzählt von dem Sunbeam Highlighter Beat the Blues und hatte euch erzählt, dass ich ganz aufgeregt bin, weil ich die Produktidee so spannend finde mit dem Pinsel. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass das zu viel sein könnte, dass das so einen Speckschwarten-Glanz macht oder so auf den Wangen. Macht es überhaupt nicht, ist ein sehr dezentes Produkt. Also auch im Alltag kann man einfach drauf machen und dann sich nicht so viele Gedanken darüber machen. Ein anderes Produkt, was irgendwie in eine andere Richtung geht, aber sich mittlerweile als mein Favorit herauskristallisiert hat, ist wirklich der Shimmer Stack. Ich bin wirklich verliebt. Die Farbe ist wunderschön. Ich finde sie ganz toll. Und ich habe sie auch heute schon wieder drauf. Und ich kann euch flüstern, dass es dazu vielleicht bald noch mehr geben wird. Aber erzählt es niemandem. Und ja, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das hier ist, ich glaube, allein für dieses Produkt lohnt sich das Set schon, weil man es wirklich so auch als Lidschatten benutzen kann. Und ich finde die Idee so toll, dass man nicht nur ein Produkt für eine Sache hat, sondern für mehrere. Man kann hier die Farben einzeln eher raussuchen, also was man dann auf den Wangen haben möchte. Man kann auch einmal komplett drüber gehen. Und das hat mich wirklich fasziniert. Und ich finde, qualitativ hat mich das hier auch wirklich überzeugt. Es ist super gut pigmentiert. Man braucht ein bisschen eine leichtere Hand dafür, falls man zu viel erwischt, weil es wirklich so gut pigmentiert ist. Aber ansonsten hat das hier eindeutig gewonnen. Also ich glaube, das ist so das Produkt aus dem Set, was mich am meisten mitgerissen hat. I like. Eindeutig. Das Lidschatten-Quad hat mir auch gut gefallen. Ich habe noch nicht ganz so viel Erfahrung mit gebackenem Lidschatten gemacht, weil ich normalerweise so normalen gepressten Lidschatten benutze. Aber ich hatte keine Probleme. Also das auch als praktisch gebackene Lidschatten-Anfänger war das machbar. Und ich wollte auch noch was sagen zu dem Lipgloss. Ich muss sagen, die Farbe gefällt mir ganz gut. Ich finde, in Kombination mit den anderen Produkten ist es vielleicht schon ein bisschen zu viel auf dem Gesicht. Aber was mir gut gefallen hat, war die Konsistenz. Das ist ein nicht klebriger Lipgloss. Und es gibt ja Leute, die klebrige Lipglosse gar nicht so mögen. Und ich gehöre manchmal dazu. An manchen Tagen mag ich es wirklich klebrig, aber an den meisten mag ich es nicht so, wenn man großartig viel davon merkt. Also man hat eigentlich ein ganz gutes Gefühl auf den Lippen. Das fühlt sich nicht so an die ganze Zeit, als wäre da was und wäre im Weg und würde einen stören. Deshalb gefällt mir gut. Und das riecht schön minzig, das finde ich auch toll. Ich mag es, wenn Glosse nach was riechen. So viel dazu sozusagen. Ich habe noch zwei andere Sachen hier, die ich euch noch kurz zeigen wollte. Und zwar ist das so ein Bräunungskugeln. Oben ist dann ein Schwamm und wenn man den runternimmt, dann kommen einem so goldene Kugeln. Ich weiß gar nicht, könnt ihr den Schimmer sehen? Ich hoffe mal. Also das, was ich bisher von dieser Marke gesehen habe, mit dem Gedanken, Luxus zu transportieren, das findet sich eindeutig in den Produkten wieder. Ich meine, schaut mal. Das sieht aus wie so kleine, sehr, sehr wertvolle Goldkugeln. Und einen Pinsel gibt es dazu auch. Der sieht so aus. Und mit dem kann man das dann auftragen. Der ist auch abgeschrägt, dass der auch gut auf die Wange passt sozusagen. Ich kann euch eigentlich mal eben auch einen Swatch machen. Wow. Sieht dann so aus. Also auch wieder unfassbar, ein wirklich metallischer, da, ich bin hier, Schimmer. Das ist nicht nur ein Schimmer, das ist auch, könnt ihr das sehen? Das ist sogar fast schon so ein Mikroglitzer. Also, wie gesagt, ich muss da nur drauf gucken und ich bin schon ganz fasziniert. Das ist wieder auch so ein Produkt, kennt ihr das, wenn ihr an eurem Schminktisch sitzt und manche Produkte einfach nur anseht? Besonders wenn sie schimmernd sind oder wenn sie irgendeine bestimmte Form haben. Ich weiß nicht, so ein Puder in Form von einer Blüte oder so. Dann ich könnte da sitzen und es wirklich angucken. So kosmetikverrückt bin ich schon. Das hier zählt irgendwie auch dazu. Ich kann mich gerade kaum losreißen und das Video weiterdrehen. Wobei ich, um ehrlich zu sein, gerade auch so ein bisschen Bedenken habe, wenn man das wirklich als Bräunungspuder benutzt, dass das dann nicht ein bisschen zu viel ist, weil es wirklich schimmert. Ich wäre da so ein bisschen vorsichtig. Vielleicht auch eher als Rouge nur auf den Wangen und nicht. Bräunungspuder trägt man ja in so einer 3 auf dem halben Gesicht sozusagen. Und ich weiß nicht, also ich glaube, als Rouge ist das wirklich toll, wenn man so Schimmer mag, aber ich bezweifle, dass es im ganzen Gesicht gut aussieht. Aber das muss man ausprobiert haben. Also probiert es einfach mal aus. Ich glaube, da kommt es auch so ein bisschen auf den Hautton an. Und ja, also so viel zu den Bräunungs. Goddess Rocks Luxury Bronzing Rocks. Man kann die als Augen-Make-up benutzen, wenn man sich die verschiedenen Farben raussucht. Und man kann das auch mit transparentem Lipgloss auf die Lippen geben. Und ich glaube, das, was mir
an der Idee des Produkts am besten gefällt. Wenn man abends ausgeht, kann man das vielleicht auch so ein bisschen aufs Dekolleté stäuben. So für so ein bisschen Schimmer und so ein bisschen Glam. Und wieder ein Multifunktionsprodukt. Und ich mag irgendwie Multifunktionsprodukte, fällt mir so gerade auf. Also die Idee begeistert mich total. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Irgendwie eine Stärke von Mimimi, Multifunktionsprodukte zu machen, die mich begeistern. Ich bin ein Spielkind, ist es wirklich so. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und ich freue mich auf eure Kommentare wieder unter dem Video. Ich habe mich ganz, ganz doll gefreut über das gesamte Feedback zu der Seite. Ich finde es sehr, sehr spannend, was ihr dazu zu sagen habt. Und ich hoffe, wir lesen uns auf qvcbeauty.de. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.